Ja, Hallöchen, ich bin hier im Passaertal im Hotel Andreas, eines der schönsten Hotels weit und breit. Absolut visionär gebaut, fantastisch. Hier haben wir den Inhaber und den großen Visionär Richard Fink. Ja, Hallöchen, Richard. Hallo, Ernst. Wo gehen wir hin? Ich wollte dir nur noch zeigen, diesen unser Holzkraftwerk, ja, was wir im Keller stehen haben. Das heißt, im ersten Geschoss des neunstöckigen Hauses. Okay. Und von da kommt die ganze Wärme nach oben. Ja. Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Das ist dieser Ölbrenner. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ein Ölbrenner, falls die große Maschine ausfällt, haben wir hier einen Notbrenner. Ah, der Ersatz, hä? Einschaltet, wenn die große Maschine ausschaltet. Wir haben im Moment ein bisschen weniger Bedarf an Wärme, deshalb haben wir jetzt auf 80 Grad eingestellt. Wir fahren im Moment etwas tiefer wie normal. Hier ist alles im grünen Bereich. Hier ist wieder die ganze Verkabelung oben mit dem Büro. Mhm. Das steuert komplett den Ofen, den Pelletofen. Ihr könnt einen kleinen Blick in den Raum, in den Heizraum hineinschauen. Ist ja cool, hey. Wo die Pellets verbrannt werden. Die kokeln ja vor sich hin, gell? Ja, die putzen vor sich hin. Sehr süß, hey. Und die brennen auch langsam, gell? Die brennen ganz langsam, weil im Moment wenig Abnahme ist. Okay. Wir brauchen ja nicht so viel, weil es relativ warm ist und die Heizung. Und wo kommen die reingekugelt? Die kommen alle da draußen von den Silo, wo wir vorher reingeschaut haben. Werden die durch diese Schnecke reingezogen, hier runter, und unten gehen sie in den Ofen rein. Jawohl. Jetzt startet gerade der Kamin wieder, dieser große Propeller. Aha. Der jetzt alles wieder ein bisschen anschmeißt. Ja. Das heißt, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen mehr. Hier sind die Pumpen, wir sehen die Pumpe in die erste Unterstation und die Pumpe in die zweite Unterstation, wo wir vorher drin waren. Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn. Aber wenn man sich überlegt, für so ein großes Haus, eigentlich eine kleine Anlage, oder hier? Nein. Nein. Und das Schöne an diesen Anlagen ist, du hörst nichts, ja, außer einen Propeller, ja, von einem Mix. Es brennt alles vor sich hin, ohne großen Lärm, ohne gar nichts. Ja, ja. Ist ja fantastisch, oder? Und ja, ohne Abgase, oder? Das ist ganz wenig. Ja. Klasse. Sehr schön. Okay. Vielen herzlichen Dank, Richard, für diese tolle Besicherung heute. Ah, und was ist das hier? Das sind der Druckausgleich vom Wasser. Es kommt ja das ganze Wasser hier rein und wird ja dann im Kessel erwärmt. Ah, okay. Geht dann in den ersten Boiler. Der Boiler ist 80 Grad heiß. Ja. Aha. Und das ist der erste Boiler von den ganzen Boilern, die dann nach oben hin alle, okay, von dem zuerst gefüllt werden, der wird zuerst warm und dann die ganzen anderen Boiler in der ersten und zweiten Unterstation. Ja, fantastisch. Und natürlich muss der Druck überall stimmen. Ja. Sonst hast du gleich ein großes Problem. Okay. Ja, sehr gut. Wahnsinnige Technik hier. Ja, ja, super. Vielen herzlichen Dank, lieber Richard. Weiterhin viel Erfolg. Danke.